Jo, Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben heute Samstag 19 Uhr und wir haben eine neue SBC, eine neue Spieler-SBC rausbekommen und zwar den guten Ollie Watkins. Ja, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Team of the Season so far, Watkins, untauschbar natürlich. Und das hier eine Karte. Das ist eine Karte, die auf den ersten Blick sehr, 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 sehr geil aussieht. Engländer, Stürmer, Leute, 96 Tempo, 90 Schuss, 89 Dribbling, 81 Physik und sogar 86 passen als Stürmer, Leute. Und wir schauen uns gleich die Ingame-Werte an und schauen uns an, was wir dafür abgeben müssen. Bevor wir das machen, wie immer, Leute, würde ich mich selber ein Abo freuen. Wir haben auch gestern die 2000 Abonnenten geknackt, deswegen will ich nochmal ein herzliches Dankeschön an euch richten, ja, denn da wird noch ein kleines Giveaway kommen. Deswegen, ja, wie gesagt, herzliches Dankeschön. Jetzt natürlich Road to 3000 Subs, Leute. Und ja, wie gesagt, nicht vergessen, abonnieren und einen Daumen nach oben geben. So, wir schauen uns zuerst an, was ihr abgeben müsst. Und das scheint nur eine Sache zu sein. Das ist auch nur eine Sache. Und zwar müssen wir hier ein 85er Awaiting Team abgeben. Team Chemie von 75, ein Team of the Week oder TOT Moment und ein Spieler von England, ja, mindestens. Heißt, diese SPC wird roundabout 100k kosten, ja, ich schätze sie auf 100k vielleicht, 10k teurer. Aber so roundabout 100k, wenn ihr natürlich noch Untauschbare habt, ne, werdet ihr die wahrscheinlich unter 100k bekommen. Und jetzt schauen wir uns die Karte an. Was bekommen wir denn für eine Karte? Ein Watkins. Warte mal, die Werte wollen wir nicht anschauen. Wir kriegen hier einen Watkins. 1,80 groß, Hochmitte 3,3. Ist leider nicht so gut. Spielt in der zweiten englischen Liga, ja. Wir schauen uns gleich die Linkbarkeit an, ja. Da er Engländer ist, haben wir zum Beispiel Ikonen, ein Lampard, ein Barnes, ne, das sind so Ikonen, mit denen wir ja natürlich einen grünen Link zu ihm bekommen. Und dann schauen wir uns jetzt mal die Werte an. Und die sehen geil aus. Und die sehen geil aus, ja. Außer es gibt einen großen Kritikpunkt an dieser Karte, Leute. Die Ruhe. Die Ruhe ist leider nur bei 65. Das heißt, die One-gegen-One-Situation mit dem Torwart oder mit den Gegenspielern wird er wahrscheinlich nicht so gut machen. Die Eigenschaften hat er auch nichts. Also nur ein CPU-Tempo-Dribbling, das ist egal für uns. Ha! Die Karte sieht wirklich super aus, als Super-Sub, als 10.000er Super-Sub in unserem Team. Aber ich werde sie nicht abschließen. Ich habe vor, die abzuschließen, aber die Ruhe von 65 zerstört halt einfach alles. Ja, es gibt zwar einen Campster, ich glaube Sniper, pusht die Ruhe um 5, aber dann sind wir auch noch bei 70 und das ist, ja, ist nicht so toll. Ja, vergleichbar mit der Icon von Sanchez, Hugo Sanchez. Ich glaube, das ist die Icon, die auch sehr wenig Ruhe hat. Wenn er damit klarkommt, macht ihn. Wenn er damit nicht klarkommt, dann lasst die Finger davon, weil sonst kann er alles. Er kann halt wirklich sogar passen als Stürmer. Und dann schauen wir uns mal die Linkbarkeit an, ja. Schauen wir uns an, womit er noch einen grünen Link bekommt, außer mit den Icons. Ich bin gespannt. Da gibt es jetzt so einiges in der zweiten Liga. Ist ja gestern das Tots rausgekommen. Lass mal gucken. So, zweite englische Liga. Schauen wir mal, Angriffposition, da zählt ja auch Stürmer, linker Flügel, MS und rechter Flügel mit dazu. Und hier natürlich England. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, das war mein eigener Spieler. Was haben wir? Eine Rooney, Leute, womit er den grünen Linken Wayne gemacht hat. Super, aber sonst haben wir nichts. Sonst haben wir nichts Gutes. Wir können uns ja mal die Mannschaft anschauen. Er spielt bei FC Brentford. Schauen wir uns mal das Team an, ob es da was gibt. Dann machen wir England weg. Und FC Brentford, wo bist du? Hier. Schau mal, gibt es da eine gute Karte? Ja, die gibt es. Ja, die gibt es. Und zwar eine Karte, die gestern rausgekommen ist, die wird nicht viel kosten, und zwar Benrahma. Benrahma. Okay, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Linker Flügel, Leute, hoch, gering, 4-4. Tempo, super Schuss, aber ich will auf diese Karte gar nicht eingehen. Auf jeden Fall ist es eine geile Karte auf den ersten Blick und sie linkt halt grün zu Watkins, ja. Dementsprechend, die Karte wird nicht teuer sein, die wird wahrscheinlich 30, 40, 50k kosten, viel wird die Karte definitiv nicht kosten und da hat man definitiv eine günstige Lösung zum Linken. Jetzt seid ihr gefragt, Leute, macht ihr den guten Watkins trotz der Ruhe? Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ist die Ruhe euch zu wichtig, habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht? Und ja, wie gesagt, ich würde mich sehr über ein Abo und Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns bis zum nächsten Video, Leute, haut rein, bis dann und ciao.